Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 103. Leider hat es mit der Instanz nicht geklappt, habe ich aber auch schon im letzten Video gesagt. Aber naja, gut. Oh, ich sehe gerade, wir können da noch eine Quest abgeben. Tun wir das doch mal, vielleicht kriegen wir ja tolle Sachen. Noch nicht viel los hier. Na gut, wir haben auch recht früh noch, von daher alles gut. Tötet 10 Terrorbestien. Okay, machen wir. Hier. Ah, den Oberanführer töten. Seid vorsichtig. Machen wir auch. Ich wollte gucken, wie viele Leute online sind. In der Guild keiner. Und so 47 bis jetzt. Ist auch schon recht viel für die Uhrzeit. Wir haben nämlich erst kurz 7. Von daher alles gut. Die Quest war ja, die nicht funktionierte leider. Kann ich euch helfen? So. Ach, nehmen wir uns da mit Schönes. Und das hier. Sieht auch nicht schlecht aus. Da haben wir Distanzkraft 3 und hier 17 Distanzkraft. Nehmen wir das doch. Schönen Tag auch. Schön. Hallo. Bleib sauber. Können wir direkt reparieren, aber gut. Reparieren wir nicht. Wir werden es dann hinschicken. Oh, noch da hinten. Okay. Hey, nichts mehr. Wir sagen, gehen wir erst hinten. Schon gut abgequestet, so wie es aussieht. Hier erst machen macht mehr Sinn, bevor wir da unten rumkreisen. Stimmt, da könnten wir auch noch. Und wir haben noch, richtig, wir haben noch die ganzen Teile zum Abgeben von dem Zeppelin. Ich wollte zuerst Luftfahrtschiff Schiff sagen, aber Zeppelin. So, das ist doch wunderbar. Und ich glaube, diese Feldsätze, die kann man auch ledern. Tja. Schicker Schlapphut. Ich glaube, es wird das. Schlapphut ist nichts für uns. Nur so wie das. Ich glaube, das ist... Oh. Schamane oder so. Komm mal, was Tolles. Kommt bald wieder. So. Dann können wir die Lernessenz machen, danach die, würde ich sagen. Genau. Der Ledervorrat. Ledervorrat sagt, nehme ich mit.
schöne Sache. Aber ich war auch leider noch nicht beim Lehrer. Ich weiß gar nicht, kann man dafür was bekommen? Nee, ne? Restlehrer, nein. Irgendwas? Mit der Mini-Axt. Okay. Weiß nicht, musste man nicht irgendwas anklicken, wenn die sterben oder bevor die sterben? Ja, was soll's. Aber ich finde, die fallen recht gut um. Schaden ist ertragbar. Ja, alles gut. Ja, war ja klar. Schöne Sache. Mit dem gezielten Schuss gefällt mir ganz gut. Ich glaube, mittlerweile ist es ja so, dass man, wenn man Treffsicherheit spielt, dass dann ab und zu irgendwas bockt und man dann diesen gezielten Schuss ohne Cast-Set schießen kann oder so. Nicht richtig im Kopf hab. Ich finde mal die komischen verwinkelten Berge. Wir holen mal unser Pet wieder. Ist auch immer sein, oder? Tja. Unser Pet hat, beziehungsweise Dean hat gedacht, nö, keinen Bock mehr. Er weiß, wo er hin ist. Tja. Na, da ist er ja. Durch den Boden mal ein bisschen gedacht. Oben ist langweilig. Wir machen das unter dem Boden. Kann auch nicht hier, ne? Sag mal, was hier in den Kopf. Oh ja. Oh, war ja. Ich glaube, hier kann man auch. Ne? Toll, Schattenpartikel farmen, aber ich glaube, da haben wir noch nichts. Das kann man wohl doch besser in Nagrand. Ah, da. Wollte mich da hauen, der Lump. Aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Wir lassen uns nicht schlagen. So, lala. Auch noch 4 Stück. Das auch wieder geschafft. Ich bin froh,
froh, wenn wir 70 sind und dann den Aspekt der Viper haben. Das ist dann besser mit dem Mana-Haushalt. Weil so ist ja ein bisschen furchtbar. Wir essen, trinken auch was. Und dann heilen wir mal unser Pet. Ist er noch am Essen? Tief füttern, ja. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie öde das war, hier damals zu leveln. Ja gut, jetzt das erste Mal, ganz klar, war gut. Aber so im Nachhinein, die ganzen Twings, wenn ich mir das so vorstelle, puh, und wir leveln ja jetzt nicht mit zweifacher Geschwindigkeit mehr, sondern jetzt mit 1,5-facher Geschwindigkeit. Sprich, damals hat es noch länger gedauert. Schon hart. Tja, uns ausfindig. So. Hat er sich so gedacht? Oh, das sind die ersten hier. Das reinschreiben. Dann können wir nämlich genau jetzt die Felssetzer machen. Und ich glaube, die droppen die Eier und die Eiersterne so rum zum Mitnehmen. Hört sich gut an, ne? Eier zum Mitnehmen. Wie viele Schattenpartikel haben wir bekommen? 3. Wir haben ungefähr 11 oder 12 gehauen. 3 geht so. Ne? Ich glaube, da ist ein Nahkampf, kriegst du mehr. Ups. Hiermit sind auch ein paar Leute rumgelaufen mit diesen hässlichen Dingern. Okay, die droppen die nicht. Aber wir müssen die töten. Ich meine, die kann man ledern. Großer Fan von Kirschnerei. Großer Fan davon. Ja, man kann sie. Was ist das denn? Oh, ich glaube, das ist quasi die nächste Stufe. Glaube ich. Oder das ist. Nee, Balk ist auch wieder was anderes. Ich weiß, es gibt viele verschiedene in Burning Crusade Lederarten. Nachher gibt noch so diese Netterdrachenleder-Schuppen oder so. Braucht man auch viel. Oh ja, und hier das. Teufelschuppen. Die brauchen wir auch. Die brauchen vor allem für schwere Rüstung. Kriegen wir damit auch schon irgendwas gebacken, aber ich glaube noch nicht, ne? Noch nicht. Nö. Noch ist alles offen. Und das war immer gut. Da konnte man irgendwas mit Beweglichkeit draus basteln.
Ja, wie gesagt, wenn ich mal irgendwann nichts zu tun habe, das will ich kochen. Und die aufhaltbare Macht haben wir mal wieder. Ja, die gute Ding. Ja, wir können gar keinen Streitkolben tragen. Nee, können wir auch nicht als Jäger. Erstes Ei. Eieiei. Unser erstes Ei. Oh, 12 Stück müssen wir. Ja, kriegen wir hin. Teufelschuppen. Schön. Fällt mir. Das finde ich. Oh. Das finde ich nicht gut. Kannst du nicht einfach meinen Freund killen hier? Den Aslan. Ich habe eben Dean gesagt, ne? Dafür habe ich ihn weggemacht. Können wir jetzt schon was basteln? Ja, ich glaube nicht, ne? Doch nur ein bisschen. Die haben wir theoretisch genug. Ja, aber die Buchse können wir auch nämlich machen. Das ist nämlich gut. Und wenn wir die Buchse haben und die Handschuhe, haben wir nämlich auch nochmal kritische Trefferwertung erhöht. Um 1,03%. Das ist doch schön. Ich glaube, mit 305 kommen wir auch dann die nächsten Sachen lernen. Ah, wir kriegen das schon hin. Weil jetzt lohnt es sich nämlich richtig hier die Lederei hier, Lederverarbeitung. Weil uns bringt das nämlich jetzt wirklich was. Beziehungsweise bringt uns das jetzt sehr viel. Vor allem, wenn das alles so funktioniert und wir dann auch blaue Sachen oder gute grüne Sachen rausbekommen, uns herstellen, dann können wir damit nämlich auch problemlos schon heroische Instanzen gehen. Das ist nämlich auch ein Vorteil. Dass wir dann vielleicht ein, zwei normale Instanzen überspringen können, sage ich mal. Zeigt, wenn wir dem Hardcore aussetzen. Hoppala. Verschluckt. Entschuldigung. Wie viel brauchen wir denn? 5 oder so habe ich, ne? 5. Ja gut, wenn das mit den Fetzen so weitergeht, dann brauchen wir länger hier. Das fand ich auch mal ganz toll, immer wenn so Release war oder so, dann wurde das ja alles wurde gekillt. Und ich bin dann immer hinterher mit meinem Kirschner und habe dann erstmal alles aufgeräumt. Weil ich damals auch mit einem Freund und einer Freundin zusammen gespielt haben, sagen wir mal, boah, kannst du nicht immer alles mitnehmen, Sam? Doch, geht alles, geht. Wir nehmen alles mit, was geht. Oder auch in Raids oder so habe ich das auch gern gemacht. Damals in Mortal K gab es auch so eine Stelle von Uldur. Wo diese komischen Würmer waren. Konnte man nämlich auch immer ledern. Da war eine Stelle, ich glaube vor Hodia oder sowas. So ein komischer Eisriese.
Da musste man nämlich auch, oder waren so Schneehügel, da waren die Würmer drin versteckt. Und je nachdem, wie oft jemand drauf trat, musste die Gruppe die ja wegmachen und dann konnte man die ganz gut ledern danach. Wenn man dann schon mal aus Versehen da reingetreten ist, haben die nie geglaubt, dass das aus Versehen war. Ich verstehe auch nicht, warum. Oh je. Eigentlich wollte ich den ja heilen. Na. Ich glaub's ja nicht. Jetzt aber. Na, jetzt wieder die Akku. Na gut. So stirbt er auch dann nicht. Ist immer positiv betrachten. Wir machen das mit Akro-Ping-Pong. Ach, der hat da auch ein Ei. Doch, richtig im Kopf gehabt. Ja, nämlich auch, die Großen haben Eier. Okay. Vielleicht sind die Großen dann die Beschützerinnen oder Beschützer. Okay, naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, let's play WoW. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.